Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Paradigma. Und es geht weiter mit der Samurai-Kampagne in For Honor. Das ist das letzte Kapitel. Es gibt genau drei. Die Ritter haben wir schon und die Wikinger haben wir schon abgeschlossen. Und jetzt geht's an die letzte, und zwar die Samurai. Und wir starten mit 3.1 Pflicht. So, ich lasse nochmal die Geschichte für euch abspielen. Die Stadt stand offen. Es gab nur einen Krieger unter den Samurai, der die Katastrophe hätte verhindern können. Ein einzelner Orochi, seit Jahren in eine Zelle eingesperrt. Diese Gefangenschaft stand kurz vor ihrem Ende. So, also wir wissen, wen wir spielen sollen. Einen einzigen Orochi, der alles verändert. Wir Samurai sind in der Unterzahl. Jeder unserer Krieger muss es mit 10 unserer Feinde aufnehmen können. Jeder Orochi nimmt es mit 100 auf. Schnell, stark. Die wahren Meister des Katana. Ihre Rüstung? Die perfekte Balance aus Flexibilität und Stärke. Es sind die besten Krieger, die die Welt je gesehen hat. So, der Orochi, da können wir sogar auswählen, wen wir haben wollen. Gefällt mir nicht. Komischer Helm. Okay, ich glaube, wir nehmen die ist cool. Sieht weiblich cooler aus. Okay, nehmen wir mal ausnahmsweise eine Frau. Auch wenn die so ein komisches Zöpfchen hat. Ein ganz seltsames Zöpfchen. Egal. Beurteilen wir sie mal nicht nach ihrem Zöpfchen. So, ich denke, es wird wohl dabei bleiben. Jo, okay. Es wird empfohlen, mindestens eine Heilungsgabe auszurüsten. Ich weiß nicht, ob die Regeneration so nützlich ist. Vielleicht sollten wir eher auf Heilung gehen. Wobei wir nach jedem Checkpoint sowieso wieder volles Leben kriegen. Ja, gucken wir einfach mal, ob es nützlich ist. Schauen wir einfach mal. Und legen wir los. Heimat. Wir Samurai haben unsere Heimat vor langer Zeit verloren. Für uns bedeutet dieses Wort nun etwas anderes. Wir fanden eine neue Heimat, aber wir müssen kämpfen, um sie zu behalten. Aus meiner Zelle heraus würde ich niemanden bekämpfen können. Aber meine Freunde, meine Daimyo, fanden eine Gelegenheit und nahmen sie wahr. Sie brennen die Stadt nieder. Wir gehen. Ich sagte, wir gehen. Also los. Das geht nicht. Und genau deshalb seid ihr hier gelandet.
Wir mussten schnell dadurch. Feuer war die Lösung. Feuer war die Lösung. So, so. Die scheint auf jeden Fall sehr schnell zu sein. Ich hoffe, dass ich mit der noch spielen kann, weil damit, glaube ich, wird das definitiv die coolste Kampagne. Weil Samurai geil ist. Die Orochi, die Ayu befreit hatte, war keine einfache Kriegerin oder Kundschafterin. Wäre sie früher aus dem Kerker befreit worden, hätten die Wikinger diese Brücke vielleicht nie überwunden. Pickups! Ist das euer Ernst? Das sagt ihr mir jetzt? Sprengen wir das Tor auf. So. Okay. Oh, die gefällt mir. Die ist richtig schön schnell. Und ein paar Pflanzpfeil. So. Wenn wir fertig hier sind, gehen wir. Einverstanden. Zwei von fünf. Die Map sieht auch richtig geil aus. Wir waren zahlenmäßig unterlegen. Feuer würde das ausgleichen. Und hat's was gebracht? Weiß man nicht. Ach, der wird zu uns. Okay. Ah, okay, da runter müssen wir auch noch. Ja, dann machen wir das doch gleich. Wir hätten inzwischen die Hälfte des Berges hinter uns. Wir hätten jetzt schon die Hälfte des Berges. Bam! Überraschung. Es sind so viele. So. Das sind so toll, da komme ich ja gar nicht durch. Ach so. Ach doch, das sind die Wikinger. Okay. Ich muss hier. Hier. Mittlerweile brauche ich so ein ganz schön viele MP abzulegen. Wunderschöne Ausrichtung. Okay, die Exekution ist richtig geil. Und da fällt irgendeiner. Ob das eigentlich sinnvoll ist, so eine Super zu verschwenden für so ein paar Loop-Camper? Wohl eher nicht. Ich hoffe, ich bin nicht eingerostet. Anscheinend schon. Nee. Ich sehe nichts mehr. So, jetzt habe ich sie. Er holt irgendwas, habe ich gehört. Warum habe ich auf euch gehört, Orochi? Ich bin die verdammte Daimyo hier. Raus. Ach, da können wir nochmal ein paar Crits holen. Berg, komm her. Sieben. Sehr schön. Ich habe genug Pfeile für das ganze. Der kaiserliche Palast. Er wurde vom zweiten der neuen Kaiser über der Stadt errichtet, um seinen eigenen Ruhm zu feiern. Eine Narbe der Eitelkeit für ein ansonsten ehrbares Volk.
Wie viele Schichten der Zivilisation liegen unter dieser Stadt? Einst herrschten wir hier, aber unsere Vorfahren waren nicht die ursprünglichen Erbauer. Auch die der Samurai nicht. Oder die irgendeines lebenden Wesens. Die ersten Bauherren gingen in der Geschichte verloren. Oh, ich kassiere gerade ganz schön. Jetzt mal noch den Last Hit. Jetzt sieht es noch schlechter von mir aus. Der geht bloß rum und wartet auf seinen Tod. Einige Samurai verstecken sich hinter einem Schild der Arroganz. Es sind Schafe, die ihr Gemüt mit Gedichten und Weisheit. Es war Zeit, uns zu formieren. Und Okuma und Momiji zu finden. Wir müssen runter. Gibt es nochmal einen Berg? Okay, jetzt da. Alter, die Map ist echt geil. Die ist richtig geil. Es war bis jetzt keine schlecht, aber die ist echt geil. Es sind so viele. Na klar, jetzt sind wir auch noch alleine. Das hat sie wieder gut hingekriegt. Da hoch. Die befestigten Schilde geben hervorragende Fallen ab. Okay. Giftfallen-Pickup. Lege eine Giftfalle, die Gegner in Reichweite Schaden zufügt. Das sind mir meine Pfeile lieber. Von denen ich jetzt keine mehr habe. Ernsthaft? Es war nicht die merkwürdigste Verteidigung, an der ich je teilnahm. Mein eigener Typ rennt rein. Drei Giftfallen übrig. Okay, wir haben noch welche. Alles voll mit Giftfallen. Wenn es uns hilft. Genau. Mich doch selber damit. Scheint nicht gereicht zu haben. Ich halte den Pilz an! Warte! Oh, Rückstand! Irgendeiner greift irgendwas an. Nee, gib mir den letzten Hit. Auch Leben. Oh, was sehe ich denn da? Das doch. Vor langer Zeit kamen die Samurai in ein Land, das bereits bewohnt war. Sie mussten dort siedeln, wo niemand sonst leben wollte. Im Sumpf, im Ödland und auf den Klippen. Und mit der Zeit lernten sie, die Gefahren zu meistern. So, bauen wir hier wieder eine Giftfalle hin. Bei den Zugängen.
hier. Jetzt hat das Gift ja nicht. Okay, die Urushi spielt sich echt nice. Richtig cool. Also dann hat mir die Friedenshüterin besser gefällt. Aus. Nice. Ich mag dieses Herumtänzen einfach viel lieber als dieses Parieren und Blocken. Da springe ich lieber um die Gegner rum. So, dann gehe ich wieder in die Giftfalle. Auch wieder eine. Ach, ich habe genug belegt. Ich darf gleich noch eine. So. Wenn ihr sagt, Momiji. Wie viele Wellen das wohl noch sein werden. Daher stirbt schon fast deswegen. Der Rest ist halt jetzt egal, ne? Außer er rennt halt da noch. Jetzt sind wir los. Von hinten, ja, meine eigenen Leute kommen ja noch rein. War's das? Ziel erfüllt! Wir gewinnen! Na, das würde ich doch hoffen, dass wir gewinnen. Feuer und Gift und Stahl. Es funktionierte, aber wir mussten sie noch vertreiben. So, hier haben wir was in unsere Leute. Sofort besser. Was haben wir da? Feinhagel. Okay. Das gönnen wir uns. Und. So. Wunderschön. Da kommen wir nicht hoch. Weg mit dir. Ich will eigentlich nur dahin und diese Kisten zerstören. 5 von 5, so muss das laufen. So. Jetzt bin ich hier noch. Ich sehe nichts. Also irgendeinen habe ich wohl getroffen. Ihr schlagt sie in die Flucht! Alter, ich sehe nur, dass wir schon überall irgendwo passieren. Ich komme mal auf den Weg, Leute. Ja, das war eine richtig nice. Zwei Minuten von der ist echt cool. Die schnetzelt sich dann in der Reihe um. Nice. Jetzt sind wir auch los. Gönn dir mal wieder ein bisschen Ausdauer. So. Die Ausdauer geht halt echt schnell fliegen. Muss man dazu sagen. Hier. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas zum Angucken? Ja. Schlag sie zurück! Ein Mönch sagte mir einst, dass wahrer Frieden der Zustand sei, wenn Geist und Körper in perfekter Harmonie arbeiten. Demnach ist ein Schlachtfeld einer der friedlichsten Orte überhaupt. Hier. Okay, das sind viel zu viele.
allem sieht nicht mehr gut für mich aus, muss ich sagen. Aber wir können uns ja mal heilen. Oh, und sind wieder fast voll. Auch so viele große, ne? Ich hau ihm einfach einen Fall rein. Was? Alles, was wir tun mussten, war die Tore zu schließen. Was machten Schwarzenfels Ritter in unserer Stadt? Aua. Ich kassiere. Da muss ich einfach nur abwechselnd drücken. Oder auch nicht. Ritter von der Schwarzenfels-Legion. Wo ist Ayu? Die Wikinger waren in die Stadt eingefallen. Sie wussten nicht, wem sie damit dienten. Ah, die letzten paar. Daimyo, euer Kaiser ist tot. Nimmst du seinen Platz ein? Niemals! Und willst du Kaiser werden? Nachdem ich den Rest von ihnen getötet habe, werde ich kommen, um dich zu töten. Ein Wolf. Überlass Seijuro den Palast. Sollen sich die anderen um die Reste prügeln? Für wen hältst du dich? Krieg. Ich bin der Krieg. Missionsbelohnung. So, die erste Mission von den Samurai war schon mal richtig cool. Die Orochi geht richtig ab. Ich hoffe, wir müssen den Dicken nicht spielen, denn ich weiß schon jetzt, dass ich den nicht leiden werde. Okay, was ist das? Du richtest 50 Sekunden lang geringfügig mehr Schaden an. Dann brauchen wir es nicht. Und das Triforce gibt es noch als Emblem.